Gut, hier ist ein ganz interessanter Ausdruck in dem Hadith. Er sagt, inna dina yusrun. Das ist eine rhetorische Stilfigur. Er sagt hier nämlich, er sagt nicht, die Religion ist leicht. Er sagt, die Religion ist die Leichtigkeit selbst, Jan. Sozusagen, er sagt, die Religion ist der Yusr selbst. Und das ist ein Ausdruck, der verwendet wird, um etwas übersteigert darzustellen. Nicht? Wie wenn ich sagen würde, Zaid ist ein Personenname, Zaidun al-Adl. Ich sage nicht, Zaid ist gerecht, sondern Zaid selbst ist die Gerechtigkeit. Tamam? Das ist ein Unterschied in der Ausdrucksintensivität. In der Aussage Zaidun al-Adl, da drücke ich aus, als wäre Zaid selbst die Verkörperung der Gerechtigkeit. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun. Der Din ist die Verkörperung der Leichtigkeit. Das heißt, der Din hat grundsätzlich keine Tendenzen zum Extremen und zur Aufbürdung und zur Komplexität im Leben. Jayid? Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahad. Es wird so gelesen, ad-dina oder ad-dinu, je nachdem, wie man das grammatikalisch definiert. وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدْ إِلَّا غَلَبَ. Dieser Ausdruck bedeutet, dass, wenn man das jetzt nicht wortwörtlich übersetzt, dass die Übertreibung im Dien früher oder später dazu führt, dass man die Reise sozusagen abbricht. Tamam? Weil es unerträglich wird. Man kann sich im Extremen so weit hineinsteigern, dass das Leben unbekömmlich wird, nicht? Und man früher oder später damit aufhören muss. Und das Aufhören kann dann zwei Formen haben. Entweder hört man auf, indem man sich immer noch der Überzeugung ist, dass das der Dien ist und das richtig ist, und man lässt es einfach dann, weil man sagt, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Oder man denkt, man kommt zu der Gewissheit, dass das so nicht sein kann, dass das falsch ist. Und entweder, und in diesem Falle, haben wir auch zwei Situationen. Entweder geht man dann davon aus, dass meine Vorstellungen vom Dien nicht richtig sind. Oder man geht davon aus, da das die Religion ist und das unerträglich ist und mit dem Leben unvereinbar ist, dass das nicht richtig ist. Also dieser Dien ist nicht richtig. Und wird dann eben zum kompletten Abtrünnigen. Tamam? Und das sieht man, das passiert tatsächlich, dass das nicht stattfindet und der Tatsache ist, dass es passiert. Das ist wie vor einigen Tagen hat eine Person darüber geschrieben, dass die Erde flach ist. Jemand hat mir so ein Audio geschickt, er hat darüber gesprochen, dass die Erde flach ist und dass es der Konsens der Gelehrten ist und dass es der Koran explizit darauf hinweist, darauf deutet und wer das Gegenteil glaubt, ist ein Sindir und so weiter. Tamam. Von mir aus, geh davon aus, dass die Erde flach ist. Mesh. Aber dass er dann sagt, das ist der Dien, das ist die Einstellung des islamischen Dienstes dazu, 100%. Das führt dann die Leute, mesalan, wenn sie dann später erkennen, mesalan, dass das falsch ist, ja, das kann nicht sein, das widerspricht mesalan fundierter Erkenntnis, dass die Erde nicht so eine flache Scheibe ist und umgeben ist von irgendwelchen unerreichbaren Gebirgen und Hügeln.
Und er sagt, ja, aber das ist ja die Auffassung des Dienstes, der Islam sagt das zu 100%. Wohin führt das? Der wird nur zum Murtad werden. Nicht Atheismus unbedingt, aber er wird Murtad. Nicht? Und ja, jemand, der vom Islam abfällt, der sagt, ja gut, wenn das die Religion ist und dass der Koran aussagt, wobei es keinen expliziten Text im Koran diesbezüglich gibt, ne? Keinen einzigen expliziten Text im Koran, wo man sagen kann, hier, dieser Text sagt ganz klar und deutlich, unmissverständlich, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Natürlich, der Koran redet manchmal davon, dass die Erdoberfläche flach ist. Erdoberfläche kann flach sein, das heißt nicht, dass die ganze Erde flach ist. Versteht ihr? Ja, wenn ich eine Riesenkugel habe, tamam, dann ist ja für den, der sich auf der Kugel befindet, aufgrund der immensen Fläche ist das ja für ihn flach. Richtig? Und oder es sieht zumindest so aus, wo der hinschaut, aber das bedeutet nicht, dass da keine Krümmung ist und das widerspricht ja nicht der Kugelförmigkeit der Erde. Und ja, sowas macht auf jeden Fall, solche Sachen stellen Murtadun her. Solche Aussagen und die erzeugen Murtadun, die nächste Generation der Murtadun, die davon überzeugt sind dann, dass das wirklich die Aussage des Korans ist.